Leute, wir schalten mal wieder das Bild ab. Herzlich willkommen bei Hinter dem Mikrofon. Ein Einblick in die Welt der Synchronbranche. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hinter dem Mikrofon. Es ist die dritte und ich freue mich, einmal mehr einen Blick in die Welt der Synchronbranche werfen zu dürfen. Und bei der zweiten Folge haben sich viele von euch gewünscht, auch mal Frauen vor und hinter der Kamera zu erleben. Und natürlich ist euer Wunsch uns Befehl und deswegen freue ich mich sehr, dass das bei Folge 3 schon klappt. Heute geht es nämlich um Lady Bird. Gerade als diese Folge entsteht, ist ehrlicherweise Ende Januar. Der Film ist 5-mal für die Oscars nominiert, wird gerade aktuell synchronisiert hier in Berlin und diese Folge zeigen wir aber erst im April. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie viele Oscars der Film am Ende hat. Neben mir sitzt die Synchronregisseurin des Films, Antonia Ganz. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass wir heute da sein dürfen. Ich habe schon ein bisschen gehört, du bist ja auch Quereinsteigerin in dieser ganzen Synchronwelt. Da werden wir später drüber sprechen, weil heute ist der Unterschied. Du hast ja in die ersten beiden Folgen reingeschaut, hast du gesagt, dass wir oft erst mit den Leuten gesprochen haben und dann ins Studio gegangen sind. Heute drehen wir das Ganze um und werden uns die Eröffnungsszene des Films anschauen, wie ihr an dieser arbeitet. Dazu wirst du uns gleich mehr erzählen. Ich will noch kurz die beiden Sprecherinnen vorstellen, die drin sind. Nämlich einmal die Lydia Morgenstern, die spricht die Saoirse Ronan, einer der ganz bekannten großen Upcoming Stars aus Übersee, was die Filmwelt angeht. Und Madeleine Stolze, die spricht Laurie Metcalf, eine, die für mich persönlich als Roseanne spätestens eine der bekanntesten Serienschauspielerinnen wurde und jetzt wieder zurück, beide Oscar nominiert. Und das war mein Intro. Es geht also um Lady Bird und um welche Szene, die wir uns jetzt anschauen, Antonia? Ja, tatsächlich die Eröffnungsszene, die Autofahrt von der, eigentlich die Rückfahrt nach Hause von einer langen Reise, auf der sich Mutter und Tochter verschiedene Unis angesehen haben. In Kalifornien. Und ja, die Tochter träumt aber eigentlich von was anderem. Die Tochter ist Christine McPherson, heißt sie im Film, nennt sich selber Lady Bird. Und die Mutter ist so eine hart arbeitende Mutter, die alles tun würde, um ihre Familie über Wasser zu halten, durchzubringen, während die eine, und beide leben in Sacramento, 500.000 Einwohnerstadt in Kalifornien, ist es aber so, dass Lady Bird gerne so Freidenker-Künstlerin wäre. Und das prallt aufeinander ganz am Anfang des Films und zeigt, glaube ich, den Konflikt, den auch den Film in großen Teilen trägt. Ja, richtig. Würde ich auch. Das heißt, wir haben jetzt eine Szene, wo sehr viel Dialog aufeinander trifft. Mhm. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie du den beiden zeigst, die zusammen einsprechen. Das habe ich auch noch nicht gesehen, wie das jetzt funktioniert. Ja, müssen wir mal schauen. So, dann los geht's. Ich bin gespannt. Also ihr erinnert euch, ihr habt gerade ein Hörbuch gehört. Und zwar Früchte des Zorns von John Steinbeck. Sehr ergreifendes Ende und in der Stimmung sind die beiden jetzt noch. You've been listening to The Grapes of Wrath. Sie hörten Früchte des Zorns von John Steinbeck. Entschuldigung. Zu viel Luft. Kommt doch mal. Ja. Ja, fand ich schon super. Madeleine, du könntest gerne noch diesen ersten Ausatmenpuls, diese Erleichterung, also dieses, ja genau. Ja. Dieses, oh. Ist das für dich jetzt besonders schwer, wenn das erstmal so mit so einem Schniefen losgeht, so dieses Emotionale, sie anzuleiten? Früchte des Zorns von John Steinbeck. Kann ich nochmal U-tun? Na klar. Wenn es nur mit so Atmen losgeht, ist eigentlich kein Unterschied. You've been listening to The Grapes of Wrath by John Steinbeck. Ach, wir sind beide gleichzeitig, deswegen. Wir haben beide so ein zur gleichen Zeit, genau. Sehr schön geschnieft. Wunderbar. Nein, eigentlich ist es kein großer Unterschied, ob Text oder Atmen oder Laute sind. Weil es bei beidem um die Wirkung eigentlich geht. Und, das heißt jetzt in so einer, Szene jetzt, die geht ungefähr, weiß ich nicht, die sind am Anfang sehr traurig bei diesem Hörspiel. Mhm. Und diese Szene geht jetzt meinetwegen 2, 2,5 Minuten. Weißt du, wie viele Takes das sind? Also wie viele Teile ihres Stückes bei der Synchro?
Kann ich so pauschal gar nicht sagen. Also das ist immer, die Längen sind unterschiedlich, ne, von den einzelnen Takes. Das ist manchmal nur ein kleiner Atmer, ein Take, und manchmal ist es ein Satz, sind es drei Sätze. Okay. Also das ist immer sehr unterschiedlich. Entschuldige, ich frage immer so rein, wenn ich dich da komplett jetzt muss ich auch noch mal, Entschuldigung, jetzt muss ich auch noch mal reinhören. Ich wurde hier abgelenkt. Ich frage immer zwischendurch Sachen. Ich muss immer Sachen fragen zwischendurch. Also, hören Sie mich? Nee, ne? Kannst du nochmal Deutsch hören? Ja, ich kann nochmal, jetzt kannst du sprechen. Sorry, ich frage immer natürlich zwischendurch Sachen, deswegen lenke ich sie mal ein bisschen ab, deswegen verzögert sich ein bisschen, bitte entschuldigt. Wir gehen mal in den Take 17 jetzt. Our college trip took 21 hours and 5 minutes. Unsere College-Fahrt dauerte 21 Stunden und 5 Minuten. Sehr schön, rhythmisch kannst du dir vorne noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, dann komme ich auch hinten besser raus, okay. So noch mehr mit der Bewegung, das Ding zuklappen und so. Unsere College-Fahrt dauerte 21 Stunden und 5 Minuten. Sehr schön. Ich frage jetzt wieder, was dauert kurz? Was bedeutet rhythmisch, wenn du sagst, ein bisschen mehr, also ich habe jetzt dieses, und 5 Minuten, das hat sie so, das wirkte, war für mich der Unterschied. Was meinst du, wenn du rhythmisch sagst? Vorne schon, vorne hat sie im Original ein bisschen mehr verschleppt. Sie war auch ein bisschen beschäftigt mit den Kassetten auf dem Schoß. Und das hört man auch in der Stimme dann. Okay. Diese Bewegung ist trotzdem auch dann in der Stimme da. Und sie hat es jetzt vorher zu flüssig gesprochen. Okay. Den ersten Teil, so ein bisschen. Minimal. Ne? Okay. Leute, übrigens, wenn wir hier miteinander reden und ihr hört dann trotzdem irgendeine Stimme noch aus dem Off, wir hören die Sprecher von drüben, manchmal hier drüben in dem Regiebereich. Also nicht wundern, dass Verwirrung hier dabei entsteht. Nur damit die Zuschauer verstehen, warum jetzt noch Stimmen von drüben kommen. Ja, klar. Okay, danke. Sorry, wollte ich nachfragen. Sie hat so eine schöne Stimme. Ja, und auch so schön ein bisschen so was Kratziges, ne? Ja, das ist so ganz toll, wenn ich das nur höre, da wird mir so warm aus Herz. Ich finde das total toll. Entschuldigung, ich will mich nicht stören. Sag stört mal, welchen wir machen, 18 oder 19? Wir machen 19. Mhm. Wir gehen jetzt mal weiter mit der 19. Mhm. Komplimente stören. Hast du viele Tage gebraucht? Wir haben jetzt dann morgen noch und dann sind das 8,5 Tage insgesamt. Nur 8,5 Tage für den ganzen Film? Ja. Wahnsinn. Hey, warte, lass es noch ein bisschen auf uns wirken. Ja, sehr schön. Hinten versagt ihr die Stimme fast noch ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Und muss gar nicht so knallig einsteigen. Mhm. Hey, warte, lass es noch ein bisschen auf uns wirken. Ja, das ist schwer zu treffen. Es ist ein bisschen Glückssache, wie das rauskommt. So die Mitte noch. Hey, warte, lass es noch ein bisschen auf uns wirken. Ja, das Wirken ist jetzt zu sehr weggebrochen. Das ist eine fiese Mischung, ja. Hey, warte, lass es noch ein bisschen auf uns wirken. Besser. Ja, schön. Nehmen wir uns jetzt übrigens der Peter, der wird ja, glaube ich, nächstes Jahr Tonmeister, der alles hier technisch abwickelt und dann wahrscheinlich immer noch Beratung auch für dich ist, oder? So, wenn du noch mal Fragen hast, so zweites Paar Ohren genau, für dich. Genau. Mhm. Okay. Ich finde das so krass, du sagst, das versagt dir hinten so ein bisschen und im nächsten Take ist es aber auch genau versagt und so. Machen wir den zusammen? So, da kommt schon der erste Giftpfeil, ne? Are you serious? Well, we don't have to constantly be entertaining ourselves, do we? Das ist so eine kleine Stimme. Da müssen wir uns doch nicht ununterbrochen unterhalten lassen, oder? Das ist sehr, sehr präzise. Ja. Das Original ist fantastisch. Das ist doch noch ein bisschen auf uns wirken. Deswegen bin ich auch echt gespannt, wie das jetzt übersetzt klingt. Ich nicht. Nee. Die sind so durchlässig, die spielen das so. Noch ein bisschen auf uns. Weil die eben Mutter und Tochter sind, ne? Ist das dein Ernst? Wir müssen uns doch nicht ununterbrochen unterhalten lassen, oder? Ach. Wie gut sieht das aber auch mit den Nasen aus. Sehr, sehr schön. Dieses Oder würde ich mal versuchen, wie es klingt, wenn du es gar nicht als Frage machst, sondern eher so als Nachhall von dem Satz. Okay. Ist das dein Ernst? Wir müssen uns doch nicht ununterbrochen unterhalten lassen, oder? Genau, wunderbar. Also ich finde das ja toll, du sagst es mit dem Oder, ist es keine Frage, ist es mehr so nochmal eine nachdrückliche Bestätigung von dem, was sie vorher gesagt hat. Und sie setzt es halt on point um, aber auch noch mit diesem Atmer so perfekt danach. Also ich sehe diesen Atmer darauf und für die ist das normal.
Aber für mich ist das ja, Zauber. Ja, ich finde es auch nicht normal. Ich bin auch immer fasziniert. Okay, gut. Muss ich sagen, ich... Entschuldige, du musst dich ja konzentrieren. Ich würde so gerne irgendwas erleben. Tust du das nicht? Ja, Madeleine war, würde ich direkt gleich behalten. Der war zu kurz. Und Lydia, genau. Ja. Ruhe hat schon richtig gehört. Du warst zu kurz. Geht zu kurz? Geht ja wohl gar nicht. Was ist denn da los? Das ist Nein vergessen. Oh, das Nein. Kannst du noch mehr den Blick in die Ferne, ne? So, die guckt in die Landschaft, die hat so was ganz Stoisches da. Soll ich mal noch mal mitmachen? Und ihr nehmt ja. Ich würde so gerne irgendwas erleben. Tust du das nicht? Nein. Nein, war ein bisschen zu laut jetzt. Ja. Soll ich die Stimmung von vorne so bei... Mir kam vorne so leise vor. Oder ist das das, was... Die Lautstärke fand ich gut. Lauter musst du nicht okay, sein. Du könntest es minimal akzentuieren, so ganz, ganz leicht. Es ist alles so scheiße hier. Ich will raus hier. Weißt du, so, die hat so dieses... alles kotzt sie an. Okay. Ich würde so gerne irgendwas erleben. Tust du das nicht? Nein. Ach, dieses Nein. Dieses sehr, sehr schön. Genau. Bei der Fahrt durch Brandenburg. The only exciting thing about 2002 is that it's a palindrome. Okay, fine. Well, yours is the worst life of all, so you win. Oh, so now you're mad. Das einzig Aufregende an 2002 ist, dass es ein Palindrom ist. Okay, verstehe. Du hast das schlimmste Leben von allen. Nein. Das einzig Aufregende an 2002 ist, dass es ein Palindrom ist. Okay, verstehe. Du hast das schlimmste Leben von allen. Du hast gewonnen. Ja, Madeleine, du bist noch ein bisschen genervter, ne? Mhm. Ich meine, die ist so undankbar. Du rackerst dich da ab und ermöglichst und dann nur Gemotze. Ja, Lüde, ich überlege, ob du fast noch eine Spur leiser wirst. So ein bisschen mehr zu dir selbst, ne? Du redest nicht so mit der Mutter. Ja. Das einzig Aufregende an 2002 ist, dass es ein Palindrom ist. Okay, verstehe. Du hast das schlimmste Leben von allen. Du hast gewonnen. Super. Finde ich sehr gut, beide. Wie ist denn das, wenn die erstmal in der richtigen Stimmung sind? Fließt das da nicht durch? Ja, ja. Da musst du aufpassen, dass du nicht zu sehr unterbrichst, ja, als Regisseurin, oder? Ja, genau, dass man das nicht unterbricht, den Spielfluss, ne? Okay, verstehe. Ja. Oh, so now you're mad. No, it's because just you're being ridiculous because you have a great life. I'm sorry, I'm not perfect. Nein, ich find's einfach nur lächerlich, weil du ein tolles Leben hast. Die Stichworte gefallen, jetzt geht's los. Ich mach bis Musik hören, ne? Ja, genau. Und schon bist du wieder sauer, weil ich Bock hatte, Musik zu hören? Du hast das schlimmste Leben von allen, du hast gewonnen. Und schon bist du wieder sauer? Nein, weil ich Bock einfach hatte, nur Musik lächerlich, zu hören? Weil du ein schönes Leben hast. Da warst du mir vorne noch ein bisschen vom Mikro weg, Lydia. Oh, okay. Hast du gerade Schönes gesagt? Ein tolles, ne? Verzeihung, ja. Ach, war keine Absicht. Und schon bist du wieder sauer. Nein, weil ich finde es einfach nur lächerlich, weil du ein tolles Leben hast. Du warst jetzt ein bisschen drüber, Madeleine. Mhm. Jetzt ist die Lydia ein bisschen untergegangen. Oh, Entschuldigung. Ja. Du hast das schlimmste Leben. Aber ist das so, soll ich das steigern? Ich fange eher also ein bisschen leiser an noch, ne? Mit meinem ersten. Du fängst leiser an und dann verzögert sie ja hinten so, ne? Das ist dann auch dadurch intensiver. Ja. Okay. Aber es steigert sich auch in der Lautstärke, stimmt schon. Okay. Du hast das schlimmste Leben von allen. Du hast gewonnen. Und schon bist du wieder sauer. Nein, ich weil find's ich Bock einfach nur lächerlich, hatte, Musik weil du zu ein hören. Tolles Leben hast. Ja. Lass noch einmal kurz mit dem O-Ton checken, ob wir richtig liegen. Also you win. Oh, so now you're mad. No, it's because just you're being ridiculous because you have a great life. I'm sorry, I'm not perfect. Okay. Gut, gut. Du musst so ein krasser Gamer sein, Peter. Mhm. Ja. So viele Tasten gleichzeitig bedienen. Du musst nur die kommen wieder zusammen, 28, 29. I'm sorry, I'm not perfect. No one's asking you to be perfect, just consider it would do. I don't even want to go to school in this. Atem habe ich schon gemacht. Tut mir leid, dass ich nicht perfekt bin. Niemand verlangt, dass du perfekt bist. Tut mir leid, dass ich nicht perfekt bin. Niemand verlangt, dass du perfekt bist. Rücksichtsvoller würde reichen.
Fand ich perfekt. Ja, ich auch. Wunderbar. Lass mich nochmal den Anschluss holen. Das war jetzt ein One-Tag, den du genommen hast. Das war direkt. Ja. Sehr cool. Ja. Das wollte ich nämlich fragen, ob das überhaupt vorkommt. Ja, ja. Tolles Leben hast. Tut mir leid, dass ich nicht. Oder ob das deine künstlerische Aufgabe ist, immer etwas zu finden. Du weißt, wie ich das meine. Ach so, ja. Nein, 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 gar nicht. Ich bin immer froh, wenn ich gar nichts sagen muss. Ach, dann würde ich doch bis zur 32 zusammenziehen. Oh, okay. Mutig ran. Ja, verwegen, ja. Was heißt das gerade? Du musst gerade wie viele? Also normalerweise gibt es einzelne Takes, die gesprochen werden. Normalerweise machen wir einzelne. Ihr habt jetzt gerade mal zwei zusammengenommen, aber wie viele nimmst du jetzt zusammen? Das klingt so, dass du noch drei Takes zusammen. Ist schon eine Besonderheit? Ja. Okay. Schlechtere Bezahlung. Ich mache ja noch Takes bezahlen. Nee, normalerweise machen wir das auch einzeln. Alles gut. Also ich denke mal, das. Ich weiß schon. Aber ihr seid im Flow, warum nicht? Ja. Was wie eine heiße Probe. Ja, genau. I'm sorry, I'm not perfect. No one's asking you to be perfect. Just consider it. We do. I don't even want to go to school in this state anyway. I hate California. I want to go to the East Coast. Your dad and I will barely be able to afford in-state tuition. There are loans. Your brother. Ich will in diesem Staat sowieso an keine Uni. Ich hasse Kalifornien. Ich will an die Ostküste. Ich will in diesem Staat sowieso an keine Uni. Ich hasse Kalifornien. Ich war zu früh. Und das war noch auf dem. Ja. Sah aber gut aus. Rücksichtsvoll, aber reichen. Ich will in diesem Staat sowieso an keine Uni. Ich hasse Kalifornien. Ich will an die Ostküste. Dein Vater und ich werden uns kaum die Gebühren in Kalifornien leisten können. Du kannst insgesamt auf diesem Level ein bisschen weniger laut sein, ne? Ich. Genau, Lydia, ja. Entschuldige, okay. Na klar. Ich will in diesem Staat sowieso an keine Uni. Rücksichtsvoller würde reichen. Ich will in diesem Staat sowieso an keine Uni. Ich hasse Kalifornien. Ich will an die Ostküste. Dein Vater und Ehe, wer? Ehe, wer? Herr der Ringe, oder was? Das war aber cool bis dahin. Dann steigen wir doch da ein. Ja, bitte. Oh ja, sorry. Ich will noch kurz, kurz für die Zuschauer. Was ihr bei Lydia manchmal hört, bevor der richtige, bevor denn der richtige Ton angeht und sie spricht für sich den Anfang des Textes, wenn es zum Beispiel heißt, bleibt auf dem Level, aber ruhiger, spricht sie den Anfang für sich ein, um die richtige Mitte zu finden. So als wenn man einen Ton anstimmt beim Singen. Ungefähr. Ist das richtig? Ja, absolut. Gut. Nur ich will diese kleinen Schritte manchmal, die Leute hören, kurz nochmal zurückgreifen, was passiert. Ja. Gut. Dein Einstieg auf 4? Dein Vater und ich werden uns kaum die Gebühren in Kalifornien leisten können. Ja, sie ist noch ein bisschen, wie soll ich sagen, sie empfindet ihre Tochter noch als undankbarer. Ich meine, wie kommst du denn auf die Idee? Ich meine, Ostküste, du siehst ja, wie wir arbeiten, ja. Ostküste, verdammt. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Ich meine, an die Ostküste ist ja schön und gut. Dein Vater reicht ja für hier kaum. Genau. Und was du uns überhaupt schon alles gekostet hast. Du willst ein bisschen mehr den verzogenen Göre. Dein Vater und ich werden uns kaum die Gebühren in Kalifornien leisten können. Ja, es ist noch zu erklären, ne? Oh, okay. Hör noch einmal den O-Ton. School in this state anyway. I hate California. I want to go to the East Coast. Your dad and I will barely be able to afford in-state tuition. There are loans. Your brother. Das macht sie wütend, ne? Dein Vater und ich werden uns kaum die Gebühren in Kalifornien leisten können. Ich hasse Kalifornien. Ich will an die Ostküste. Dein Vater und ich werden uns kaum die Gebühren in Kalifornien leisten können. Madeleine, lass mal probieren, dieses schon doch mit reinzunehmen. Und wenn ich wollte dich noch fragen, und wenn ich mal einen ganz anderen Bogen nehme und auf leisten gehe? Kaum. Werden uns kaum die... Nee, Quatsch. So, nee, weil dieses Institution... Blödsinn, ich wieder falsch gedacht, ja. Ich würde das schon mal mit reinnehmen. Ich glaube, dass du es rhythmisch brauchst. Tja, wir können die uns hier schon kaum leisten, genau. Dein Vater und ich werden uns schon kaum die Gebühren in Kalifornien leisten können. Im O-Ton geht sie auf barely und sie ist im off. Sollte sie dann nicht, dass ich mir kaum, also warum nicht das kaum? Warum geht man nicht auf kaum, um dieses Herabfällige, dieses wir werden es kaum leisten können? Weil dieses barely macht sie ja im O-Ton und im off. Das heißt, man muss ja gar nicht mal lippensynchron sein. Frage ja, ist richtig, ja, ist richtig. Inhaltlich geht es ja darum, dass sie die Tochter will in die Ostküste und die Mutter will eigentlich sagen, wir können uns nie im Leben die Ostküste leisten. Wir können uns ja schon kaum die Gebühren in Kalifornien leisten. Da, wo wir jetzt sind.
Dann meint sie aber nicht mit dem Satz, kaum in Kalifornien, dass Kalifornien einfach teuer ist, auch wenn sie hier wohnen. Und nicht die heimischen Unis leisten. Also du meinst nicht die heimischen Unis, weil dann wenigstens die Miete und so wegfallen würde. Deswegen Kalifornien wäre eigentlich schon günstig, ist aber zu teuer trotzdem, ist die Aussage. Habe ich mir auch gedacht. Verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Okay. Warte mal. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass Kalifornien teuer ist in dem Film und sie deswegen sagt, wir können uns wohl kaum die Gebühren in Kalifornien leisten. Du hast aber gesagt, sie sagt, wir können uns kaum die Gebühren in Kalifornien leisten können. Es reicht kaum für Kalifornien, es reicht schon gar nicht für die Ostküste, so meint sie es. Okay. Ne? Es reicht also kaum, wir kriegen es wahrscheinlich kaum hin hier. Und deswegen gehst du eher in Richtung Kalifornien, weil das die Aussage des Satzes ist. Ganz genau. Genau, das genau. Wollte ich gerade verstehen. Das verschiebt sich manchmal, manchmal verschiebt sich das etwas. Ne? Weil es im O-Ton eben auf Barely liegt, kam für mich die Frage zustande. Okay. Wir können uns schon kaum die Gebühren in Kalifornien leisten, geschweige denn an der Ostküste, das meint sie. Ne? Okay. Dein Vater und ich werden uns schon kaum die Gebühren in Kalifornien leisten können. Ja, genau. Okay. So wie du tickst, oder sagen wir lieber nicht. Achso, ich sag mal. You wouldn't let me practice enough. The way that you work, or the way that you don't work, you're not even worth state tuition, Christine. My name is Lady Bird. Well, actually, it's not. So wie du tickst, oder sagen wir lieber nicht tickst, bist du nicht mal die Studiengebühr wert, Christine. Mein Name ist Lady Bird. So wie du tickst, oder sagen wir nicht tickst, oder sagen wir lieber... So wie du tickst, oder sagen wir lieber nicht tickst, bist du nicht mal die Studiengebühr wert, Christine. Mein Name ist Lady Bird. Warum war ich plötzlich so schnell? Habe ich mich auch gerade gefragt. Hä? Ja, lass uns noch mal ganz kurz reinhören, woran es liegt. Mom, you can't even pass your driver's test. You wouldn't let me practice. The way that you work, or the way that you don't work, you're not even worth state tuition, Christine. My name is Lady. Komisch. Merkwürdig. Ja, es fällt dir alles da spontaner ein, ne? Deshalb. Ja, du schaffst ja nicht mal die Fahrprüfung. So wie du tickst. So wie du tickst, oder sagen wir lieber nicht tickst, bist du nicht mal die Studiengebühr wert, Christine. Mein Name ist Lady Bird. Du warst ein bisschen zu knallig, Lydia. Ich, ja. Ja. So wie du tickst, oder sagen wir lieber nicht tickst, bist du nicht mal die Studiengebühr wert, Christine. Mein Name ist Lady Bird. Jawohl. Mein Name ist Lady Bird. Nein, ist er eigentlich nicht. Nein, ist er eigentlich nicht. Dein Name ist Christine, weil das andere ist nämlich absolut egal. Und ich habe meinen Einsatz verpasst. Gott sei Dank. Was? Nenn mich also, Lady Bird, so nein, wie das versprochen ist. Nein, ist er eigentlich nicht und er ist absolut lächerlich. Studiengebühr wert, Christine. Nein, ist er eigentlich nicht und er ist absolut lächerlich. Dein Name ist Christine. Mein Name ist Lady Bird. Nein, ist er eigentlich nicht. Und er ist absolut lächerlich. Nenn mich Dein Name Lady ist Bird, so wie du es versprochen hast. Sie ist stärker, ne, im Original. Da hinten nicht ganz so knallig. Madeleine, vorne... Ich bin zu laut geworden. Vorne ist sie eigentlich noch mehr in Rage, so ein bisschen, ne? Nein, ist er eigentlich nicht. Genau, dezidierter, ja. Studiengebühr wert, Christine. Nenn mich Lady Bird. Nein, ist er eigentlich nicht. Und er ist absolut lächerlich. Dein Name ist Christine. Sorry, ich habe dir das Beispiel vorgegeben. Ich dachte so, was ist das? Ja. Das ist eine komische Antwort irgendwie. Ja. Das ist natürlich cool zu sehen, wenn zwei zusammen dort sind und dann auch so eine Chemie zusammen in der Mannschaft immer alleine ist. Nein, ist er eigentlich nicht. Und er ist absolut lächerlich. Nenn mich Lady Bird, so wie du es versprochen hast. Sehr schön. Ja, wunderbar. Hat gut zusammengespielt. Einen letzten will ich dann noch machen und dann heizt ja, den ja, letzten. Anschluss, wenn es irgendwie noch was gibt. Das ja. ist, nee, der letzte ist gut, da der 56er noch. Ja, hängen Sie doch mal alle zusammen, mal sehen, was passiert. Ja, gerne. Well, actually, it's not, and it's ridiculous. Call me Lady Bird, like you said you would. You should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail and then back to City College and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Und dann im Knast und da wieder zurück. Ja, Schrei kommt, Schrei laut.
Du solltest auf City College gehen. Bei deiner Arbeitseinstellung würde ich sagen City College und dann in den Knast und dann wieder auf City College. Setz tief an. Ich muss nochmal hören. Na klar. Ich muss sowieso nochmal. Das ist jetzt ein bisschen. Also Leute, das heißt jetzt, wir haben glaube ich zwei, drei Takes zusammengenommen wieder. Ja. Und das ist quasi ein ganzer Endmonolog am Ende dieser Szene von der Mutter. Und der hat viel Kraft. Bin echt gespannt, wie das jetzt macht. Du solltest, weißt du was, du solltest auf City College gehen. Bei deiner Arbeitseinstellung würde ich sagen City College und dann in den Knast. Und dann wieder auf City College. Vielleicht reißt du dich danach mal zusammen. Und erwartest nicht immer, dass andere alles für dich... Weißt du was, du solltest auf City College gehen. Du sagst mir? Ja, ich soll probieren. Du solltest auf City College gehen. Bei deiner... Du solltest auf City College gehen. Bei deiner Arbeitseinstellung würde ich sagen City College und dann in den Knast. Und dann wieder auf City College. Vielleicht reißt du dich danach mal zusammen und erwartest nicht immer, dass andere alles... Ah! Gut abgefangen. Jawohl. Sehr gut. Antonia, an der Stelle erstmal danke, dass wir jetzt wieder hier reinschauen durften. Ich find die Chemie zwischen den beiden super schön mal zu sehen, einen Sprecher nicht alleine zu sehen. Ich finde das bei dir total spannend. Ich hoffe, ich darf sowas, kann sowas sagen, so ist mein Eindruck. Ich will ja niemandes Kunst oder so beleidigen. Ich finde es total toll, aber wie du so feinsinnig die Emotionen unterscheiden kannst, weil bei dir, du musst ja so ganz klein so zwischen einzelnen Aggressionsgraden und dann dieses Gefüge zwischen Mutter und Tochter und dabei das Original im Kopf haben. Ich finde das voll toll, wie punktuell und fein du die Unterschiede rausstellen musst, dass die drüben das auch verstehen. Ich finde das einmal mehr völlig faszinierend und auch schön, in diese Art Genre reinzuschauen. Ich würde jetzt gerne, das machen wir immer, dass wir uns noch ein bisschen zusammensetzen, anderen Platz suchen und ich noch ein paar Fragen der Zuschauer natürlich zu euren Berufen stellen kann. Natürlich auch rund um Lady Bird, weil ihr gerade mitten in der Arbeit daran seid. Und ich weiß, dass ihr euch alle Zeit genommen habt. Deswegen freue ich mich, wenn wir uns jetzt gleich drüben vor einem Kamin, wie ich gehört habe, wiedersehen. Ja. Bis gleich. Hand hinter seinen Kopf und stützte ihn. Ihre Finger fuhren sanft durch sein Haar. Sie sah auf und durch die Scheune. Und ihre Lippen schlossen sich und lächelten geheimnisvoll. Sie hörten Früchte des Zauns von John Steinbeck. Wenn Sie üben. Unsere Collegefahrt dauerte 21 Stunden und 5 Minuten. Hey, warte, lass es noch ein bisschen auf uns wirken. Ist das dein Ernst? Wir müssen uns doch nicht ununterbrochen unterhalten lassen, oder? Ich würde so gern irgendwas erleben. Tust du das nicht? Nein. Das einzig Aufregende an 2002 ist, dass es ein Palindrom ist. Okay, verstehe. Du hast das schlimmste Leben von allen. Du hast gewonnen. Und schon bist du wieder sauer. Nein, ich weil ich Bock hatte, Musik zu hören. Ein tolles Leben tut mir hast. Leid, dass ich nicht perfekt bin. Niemand verlangt, dass du perfekt bist. Rücksichtsvoller würde reichen. Ich will in diesem Staat sowieso an keine Uni. Ich hasse Kalifornien. Ich will an die Ostküste. Dein Vater und ich können uns schon kaum die Gebühren in Kalifornien leisten. Es gibt Kredite, Stipendien. Dein superschlauer Bruder, selbst der findet keinen. Er und Shelly arbeiten. Sie haben Jobs. Sie packen Tüten im Supermarkt. Das ist kein Beruf. Und sie waren in Berkeley. Die Firma von deinem Vater entlässt massenhaft Leute. Wusstest du das? Nein, wusstest du nicht, weil du an nichts anderes denkst als an dich selbst. Und die Immaculate Heart ist schon Luxus genug. Immaculate am Arsch. Du wolltest das Miguel nicht. Miguel hat an der Sec High gesehen, wie jemand niedergestochen wurde, direkt vor seinen Augen. Wer dir das lieber? Soll das etwa heißen, du willst sehen, wie jemand erstochen wird? Er hat fast nichts davon mitgekriegt. Ich will dorthin, wo Kultur ist, warum wie New York. Ist deine Tochter bloß oder wenigstens so ein Connecticut oder New Hampshire. Wie dort willst leben Schriftsteller eigentlich in den Wäldern auf diese Unis schaffen. Mom! Du schaffst ja nicht mal die Farbe. Weil du mich nicht oft genug üben so lässt, wie du darum. Tickst oder sagen wir lieber nicht tickst, bist du nicht mal die Studiengebühr wert, Christine. Mein Name ist Lady Bird. Nein, ist er eigentlich nicht und er ist absolut nenn lächerlich. Nenn mich Lady Dein Name Bird, ist so wie Christine. Du es versprochen du, hast. Du solltest auf City College gehen. Bei deiner Arbeitseinstellung würde ich sagen City College und dann in den Knast. Dann wieder auf City College. Vielleicht reißt du dich danach mal zusammen und erwartest nicht immer, dass andere alles für dich...
Also erst einmal danke, dass wir gerade drüben im Synchronstudio euch über die Schulter schauen durften. Ich habe schon gesagt, das war unglaublich interessant, euch beide in der Konstellation zu sehen, wenn ihr einsprecht. Gerade bei dieser Mutter-Tochter-Konstellation, aber weil wir das bisher im Format auch nicht hatten. Und auf der anderen Seite diese feinsinnigen Abstufungen von Emotionen, wo du so ganz minutiös sagen musst, was ich da noch verändern muss, damit das stimmig ist untereinander. Jetzt habe ich dahingehend erstmal sowieso ein paar Fragen. Ist das normal, dass man zusammen einspricht oder ist das die Seltenheit? Es ist leider Gottes die Seltenheit geworden, ja. Aus vielen, vielen Gründen. Früher war es so, da waren alle Schauspieler an einem Platz, immer, also wir haben zusammen gesprochen. Was heißt früher? Oh Gott, das ist bestimmt her 15, 20 Jahre sowas. Wie lange bist du dabei, Marlene? Oh Gott. Darf man das fragen? Nein, ich nicht. Sagen wir mal so, ich habe mit 5 angefangen. Das ist lange her. Mit 5 hast du angefangen? Ja. Wow. Ich habe damals die Lucy und Charlie Brown und seine Freunde gesprochen. Mhm. Und wer Bock hat, kann ja googeln, wann der rausgekommen ist. Okay, das ist nicht mehr gang und gäbe, dass man zusammen einspricht. Kennst du es dann überhaupt noch? Bei mir war das genauso, dieser Umschwung. Ich habe so vor 15 Jahren angefangen und da kann ich mich noch dunkel erinnern, dass das dann langsam losging, dass sich das umgestellt hat. Also ich habe es noch so ein bisschen miterlebt, aber dann war es schnell so, dass es nicht mehr üblich war. Liegt es dann an Leuten wie euch, den Synchronregisseuren, denen es vielleicht einfacher fällt, einen zu inszenieren? Oder magst du es eigentlich auch also gerne, wenn mehrere? An mir liegt es eher, wenn zusammen aufgenommen wird. Also ich nehme gerne zusammen auf. Immer wenn es möglich ist, wenn es zeitlich möglich ist. Und ja, dann finde ich das immer besser. Also weil, wenn die sich spüren und aufeinander reagieren können, passiert noch mal was anderes als jeder einzeln. Mhm. Passiert noch mal was Drittes oft. Okay, woran liegt es dann, dass es nur nicht getan wird? Kosten, Zeitgründen? Kosten und Zeitgründe, ja. Zeitgründe, ja. Und okay. Es gibt auch bestimmt, also habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber ich habe auch gehört, dass es Sprecher gibt oder Schauspieler, die es auch nicht so gerne mögen. Ah ja? Habe ich auch schon gehört, ja. Man muss halt mehr Zeit investieren, weil man auch mal auf den anderen warten muss und mal nicht dran ist. Vielleicht kann man auch nicht so sein Ding machen? Anführungszeichen, könnte das sein? Das darf eigentlich, dürfte nicht sein, weil eigentlich profitiert ja jeder von dem Miteinander. Mhm. Ich meine, es gibt sehr viele junge Sprecher, die zum Beispiel also nicht mehr von den Älteren lernen können, einfach durch Zuhören, durch Dabeisein, von großen Schauspielern lernen können. Die gehen rein und machen ihr Ding, was absolut perfekt ist und toll, aber dieses Miteinander wird nicht mehr, lernen die nicht mehr, die können nicht mehr Tricks lernen von früher, also von den alten Hasen sozusagen. Ist es dann schwieriger heute Nachwuchs zu fördern? Guten also wenn ich auf jeden ich höre, das ist okay, gut guten ist schwierig. Auf jeden Fall. Ja. Okay, ich habe mal kurz eine Frage erstmal generell zu Lady Bird, um da erstmal einzusteigen, weil ich habe schon am Anfang der Folge erwähnt, wir haben jetzt während wir das hier drehen Januar und der Film erscheint im April, wir werden jetzt bei der Ausstrahlung April haben. Der ist gerade zu dem Zeitpunkt hier 5-mal für den Oscar nominiert, darunter beste Hauptdarstellerin, die du ja sprichst, Lydia. Marlene, du sprichst als beste Nebendarstellerin, Laurie Metcalf, aber auch für das Drehbuch ist der Film nominiert. Und das ist natürlich auch eine Sache, an dem du ja nah dran bist, dann, wenn es darum geht, diesen Film ins Deutsche zu übersetzen. Ist es dann extrem schwierig, zur Arbeit zu gehen? Also ändert sich etwas daran, wenn ich weiß, jetzt ist eine Oscar-Rolle dran? Ist das anders? Eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Schade. Überhaupt nicht. Nein. Ich dachte, jetzt kommt eine große... Was hast du erwartet? Ich weiß nicht, kann ja irgendwie sein, das ist ja dann nochmal, man weiß, das werden Leute vielleicht nochmal anders schauen, weil man kennt es ja, mein eigener Vater sagt auch zu mir, oh, der war aber oft für einen Oscar nominiert, das ist ja so Stiftung Warentest des Films, hat man so ein bisschen das Gefühl. Ja, das stimmt. Aber die Arbeit selber ist nicht anders, wenn es tolle Schauspieler sind, gibt man sowieso sein Bestes und versucht sein, ja, alles zu geben. Und da ist es dann egal, ob der für einen Oscar nominiert ist oder nicht. Natürlich im Nachhinein, wenn er fertig ist und so und der einen Oscar bekommen haben sollte, freut man sich sehr und sagt, ich habe einen Oscar-Film, die Hauptrolle gesprochen oder die Nebenrolle, die hat einen Oscar dafür gekriegt, im Nachhinein. Aber wenn du hingehst und damit arbeitest, ist die Grundeinstellung immer Profi und so gut wie möglich. Ist das bei dir genauso, Antonia? Ja, auf jeden Fall. Also die Vorlage ist ja mein Maß sozusagen. Und wenn ich eine Vorlage bekomme, jetzt wie bei Lady Bird, die so toll ist, da ist mir das vollkommen wurscht, für was der nominiert oder nicht nominiert ist. Ne? Ich sehe ja, wie präzise da gearbeitet wurde und dem fühle ich mich dann verpflichtet oder versuche, dem gerecht zu werden. Und das sind auch, ich mache ja auch ganz viele Filme,
die auch total untergehen im Kino, die aber eigentlich so Perlen sind. Und natürlich gehe ich dann genauso mit Herzblut ran. Also vor allem habe ich das ja jetzt erst erfahren, dass das mit dem Oscar, da habe ich ja schon meine Arbeit so gut wie getan gehabt. Du hast ja gesagt, dann nur 8,5 Tagen rockt dir die Synchronisation runter. Na, die Aufnahmen, ne? Also nicht den, also die, nicht dass das, das, okay. die Bucherstellung, das ist auch noch mal ein bisschen längerer Prozess. Aber die Aufnahmen, ja, ich finde das auch immer erstaunlich, dass es dann klappt in so kurzer Zeit. Ne? Macht denn den Film irgendetwas besonders? Viele Dinge. Er ist so fein beobachtet, finde ich, und so. Es ist so eine ganz feine Arbeit, finde ich. Es ist nicht, er glänzt vielleicht nicht dadurch, dass er jetzt die mega Storyline hat, die dich überrascht und so, aber ich habe das Gefühl, er spiegelt so ganz viele persönliche Momente wieder, mit denen sich viele identifizieren können. Es ist jetzt nicht das große Kino oder das Blockbuster-Kino, aber... Ja, aber es ist dennoch das große Kino, ne? Weil man ist so berührt am Ende. Und irgendwie, glaube ich, man lacht ja und weint und will. Das geht so schnell in Lady Bird, dass ganze Momente sofort kippen. Und man kennt, glaube ich, gerade im Teenager-Alter dieses, wie schnell das Herz reißt und man sich dann wieder verguckt. Und das ist so ein guter Coming-of-Age-Film. Und dann zusätzlich noch diese Mutter-Tochter-Geschichte. Also das beides in einem Film so zu verbinden, fand ich persönlich große Klasse. Ja. Wisst ihr, wie viele Einwohner Sacramento hat? Nein. Du? Okay, 500.000. Nur mal so, das wollte ich gerade erzählen. Doch, so viel. Ja, hätte ich bei dem Film gar nicht gedacht. Ne? Man schaut den Film und denkt, es wäre noch ein viel kleinerer Ort. So dieses Vorstadt-Feeling mit den großen Häusern. Mhm. Ist es normal, dass man einen Film irgendwie 3 Monate vorher synchronisiert? Das kommt mir recht früh vor. Ja, es hat sich auch etwas vorverschoben. Es war eigentlich später angedacht, eine Spur später angedacht. Naja, 2 Wochen vielleicht. Und hat sich vorverschoben, aber... Was da die Gründe sind, weiß ich auch nicht. Das sind dann verleihinterne Geschichten. Was bei Folge 1 und 2 von vielen Zuschauern, besonders nach der zweiten Folge von dem Format, was wir machen, gefragt wurde, ist, wie wär's denn mal mit Frauen vor und hinter dem Mikrofon? Weil da eben, wir hatten jeweils 2 Männer als Gast. Die volle Ladung. Ja, so sieht's mal aus. Und dann ist natürlich, stelle ich mir die Frage, und ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der sogenannte Bechdel-Test, das ist kein wissenschaftlicher Test oder irgendwas, aber er stellt die Frage in der Filmwelt, gibt es mehr als eine Frauenrolle in einem Film? Und wenn ja, interagieren die Frauen miteinander? Und wenn sie das tun, reden sie über etwas anderes als einen Mann? Und das ist immer wieder so eine verheerende Erkenntnis daraus, dass Frauen doch in relativ wenig großen Rollen vorkommen. Und dann auch, wenn man nur die kommerziellen erfolgreichen Filme nimmt, da kommt man, glaube ich, irgendwie auf 12-14% der erfolgreichsten Top 250 IMDb-Filme haben Frauen die Hauptrollen. Dann denke ich mir, oder frage ich mich, das muss sich ja auf die Synchronbranche weltweit und dann auch hier in Deutschland ja widerspiegeln. Ist dann automatisch das hier in Deutschland eigentlich eine Männerdomäne oder leite ich das jetzt falsch her? Jein. Einfach jein. Es ist natürlich eine extreme Männerdomäne, weil mehr Männer gebraucht werden. Aber es gibt halt auch viele weibliche Schauspieler, die halt dann vielleicht versuchen, woanders, also mehr Theater oder mehr Film zu machen, selber zu spielen, als synchron. Aber so, es laufen schon viele Männer rum, oder? Entschuldigung, aber irgendwie, ja, es ist richtig. Nein, es ist eigentlich richtig. Okay, ist das irgendwie anstrengend? Würde man sich da irgendwie wünschen, dann mehr, dass mehr Frauen in der Synchronbranche Fuß fassen? Oder spricht man dann, weil man vielleicht, wenn ich jetzt mehr Frauen habe, aber für weniger Rollen, spricht man dann durchschnittlich weniger? Ist das ein Thema? Weil wir hatten in Folge 2 zum Beispiel Udo Schenk als Gast, der ja gleich mit Ray Liotta und Ralph Fiennes und Gary Oldman und so weiter gleich so viele Kevin Bacon, große, bekannte Stimmen spricht. Ist das etwas, was dann weniger passiert bei den Frauen? Aber ich habe keine Ahnung, deswegen frag jetzt ganz unbedarft, was das Thema angeht. Also ich habe da irgendwie nicht so einen Überblick, weil ich ja immer nur da bin, wenn ich da bin. Okay. Also es ist immer eine Frau anwesend, aber also jetzt für den Regisseur, der kriegt vielleicht eher mit, wie viele verschiedene Männer, ich habe gar keinen Überblick, wie viele Frauensprecherinnen und Männer, ob das sehr im Ungleichgewicht ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ja. Also, okay. Also es ist schon in den Filmen natürlich, also in unseren Vorlagen ist es ja schon so, dass die großen Rollen ganz häufig Männer sind. Und natürlich spiegelt sich es dann 1:1 in der Synchronisation. Aber ich habe jetzt, also das Verhältnis, das du jetzt vorhin genannt hast,
kann ich jetzt so finden. Also ich habe schon auch sehr oft Frauen im Atelier. Also das ist dann nicht so. Also aber ich sag mal, so eine Rolle jetzt wie Lady Bird, ne? so eine starke Frau, die sich auch so nimmt, was sie möchte, die eben nicht, wie du sagst, wenn sie sich mit jemandem trifft, über den Mann redet oder so, sondern die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Sowas ist schon selten in der Filmwelt noch. Aber ich glaube, es ändert sich alles gerade. Das habe ich auch das Gefühl. Also man sieht das besonders im Serienbereich. Gucken wir uns große Dinge an wie Game of Thrones, große starke Frauenrolle, gucken wir uns Westworld an mit einer riesigen Frauenrolle. Wir haben mit Big Little Lies komplett Frauen in Hauptrollen, auch mit Handmaid's Tale oder auch Orange is the New Black, einer der Netflix-Serien, die ja komplett darauf zählt. Aber auch im Filmbereich, neben Lady Bird, Shape of Water, Frauenhauptrolle. Gibt es nicht mal eine männliche Hauptrolle? Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Frauenhauptrolle. Und ein Haufen Männer ringsherum. Also es ist ein krasser, das ist schon, deswegen auch dieses Thema, weil ich habe mich gewundert, dass den Zuschauern das irgendwie auch wichtig war, wollte ich einfach in die Richtung mal fragen, weil das ja eigentlich total Sinn macht. Okay, ganz generell wird mir immer wieder die Frage gestellt, wie kommt man denn zur Synchronbranche? Das ist Frage Nummer eins. Und ihr habt schon ein bisschen gesagt, das fehlt eigentlich auch so ein bisschen an Nachwuchs. Und jetzt habe ich so ein bisschen gehört, es gibt, du sagst, du hast synchronisiert, seitdem du 5 warst. Du bist ein bisschen, glaube ich, Quereinsteigerin, was die Synchronregie angeht. Mich würde so ein bisschen, wenn wir das nicht ganz so ausführlich halten, dann würde mich zu weiteren Themen kommen, mal interessieren, was eure Meinungen sind. Wie komme ich in die Synchronwelt, vielleicht in eurer eigenen Geschichte? Bei mir hat es auch als Kind angefangen. Also ich hatte das Glück, dass wir, meine Schwester und ich, damals zu einem Casting gegangen sind, weil die neue Kinderstimmen gesucht haben in Potsdam. Und dann durften wir auf eine himmlische Familie sprechen, was wir damals auch geguckt haben. Und es war ganz aufregend. Und dann kam ein paar Wochen später der Brief. War mein Papa da und wir haben uns feierlich geschworen, dass wir nicht böse sind, wenn nur einer es schafft. Und dann hat es für uns beide geklappt und dann ging das so peu à peu los. Halt klassisch, wenn man als Kind anfängt, ein paar Kinderensemble-Rollen, ein paar kleinere Rollen und dann so langsam immer mehr. Okay. Bei dir ein ähnlicher Weg, denn, wenn du mit 5 angefangen hast? Ja, klar. Aber ich habe gleich mit was Großem angefangen und es blieb groß, sagen wir es mal so. Und es blieb ständig, durchgehend, ob das die Waltons waren dann. Oder für mich ist es Roseanne. So. Für mich ist es so. Ja, Roseanne kam später, klar. Die Laurie Metcalf. Wie ist das eigentlich? Kann man da was sagen? Der kommt in eine Reunion. Da habe ich nichts von gehört. Dass eine Reunion kommt, weißt du noch nicht? Nein. Da kommen neue Folgen. Okay. Das wusstest du noch nicht? Nein. Es wird Roseanne Reunion. Ich meine, glaube ich, 8 Episoden. Okay. Das Ding steht fest, bin ich mir sehr sicher. Das ist vor 2-3 Monaten rausgekommen. Okay. Vielleicht mal eine interessante Information für dich. Ja, vielleicht ist es umgesetzt. Vielleicht bin ich umgesetzt. Ah. Nee, ich weiß gar nicht, wie viel vom Originalcast da ist. Das weiß ich gar nicht. Okay. Ich weiß, dass eine Sarah Schalke dazukommt. Aber ich glaube, da ist noch vieles vom Originalcast dabei. Cool. Nicht. Okay. Entschuldigung. Und bei dir, du sagst, du kommst gar nicht ursprünglich vom Synchron. Wie ist das? Also das ist ja vielleicht für viele auch dann interessant, wie man überhaupt in die Branche kommt, wenn man gar nicht von der. Ja, ich habe eigentlich in München an der Filmhochschule studiert und komme eigentlich aus dem Dokumentarfilm. Studiert hast du dann Regie? Ja. Mhm. Und habe Dokumentarfilme gemacht und ich hatte aber immer irgendwie so eine seltsame Liebe zum Synchron und habe mich dann dafür interessiert. Eigentlich erstmal aus der Not heraus, weil mit Dokumentarfilmen ich überhaupt keinen Pfennig Geld verdient habe und aber auch nicht für einen Sender arbeiten wollte oder sowas. Und ich dann dachte, ich will was anderes machen. Und dann bin ich eigentlich durch einen Zufall auf Synchron gestoßen, dachte, das könnte interessant sein. Und es ist aber, also ich glaube, heutzutage hätte ich gar keine Chance mehr reinzukommen, weil es ist einfach so hoch spezialisiert und wenn man da nicht mit so viel Glück irgendwie einem jemand doch die Tür öffnet oder auch mal was anvertraut, weil der Zeitdruck ist so groß und es ist einfach so spezialisiert und wer bildet Synchronregisseure aus? Gibt es nicht sowas wie Synchronregieassistenz? Existiert sowas nicht? Das ist, jemand, der neben dir sitzt? Nein, das existiert eben alles nicht und deshalb glaube ich, ist es da ganz schwer reinzukommen und deshalb rekrutieren sich die meisten, rekrutieren sich die Branche so selbst, aus sich selbst heraus. Und deshalb hoffe ich jetzt mit diesem Format, ich finde das ja ganz gut, dass es ein bisschen, vielleicht kommt ja jemand auf die Idee zu sagen, ich interessiere mich dafür. Aber auch dann ist es eben sehr schwer, da wirklich reinzukommen. Ja gut, aber wie macht man es? Ich meine, nur zu sagen, ist ja schwer, das motiviert ja erstmal keinen.
Also jetzt mal ohne Witz, ich bin 15, sage ich, will jetzt das gern versuchen. Ich habe natürlich noch keine Schauspielausbildung. Was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt 5 Jahre warten und vielleicht werde ich an der Schauspielschule nicht genommen? Wie kann ich jetzt was machen? Synchronfirmen anschreiben und die so lange nerven, bis sie mich mal anhören? Oder? Zum Beispiel. Okay, gut. Zum Beispiel unter dem Motto, gib mir eine Chance, gibt es irgendwann mal ein Probesprechen. Es ist mein Wunsch, das zu machen. Gibt es sowas wie Open-Mic-Sessions, irgendwie sowas in der Synchronwelt? Ja, gibt es schon. Ja. Hauptsächlich für Kinder, also für Jugendliche ab 15 ist dann schon seltener. Wenn man Glück hat, hat man einen Freund, der synchronisiert oder eine Freundin und sagt, komm doch mal mit. Aber man kann die Aufnahmeleiter sehr wohl oder einfach mal aufschlagen und sagen, am besten ohne Dialekt, muss man dazu sagen, Hochdeutsch sprechen, absolutes Gebot. Hingehen und sagen, es interessiert mich. Junge Leute, junge Stimmen werden immer gesucht. Und dann es mal auf den Versuch ankommen lassen. Okay. Es gehört ein gewisses Talent dazu. Man muss sich klar sein, dass es viele Sachen auf einen einstürmen. Jetzt beim Teek zum Beispiel. Da hat man den Originalton, dann hat man den Text. Dann geht es ja praktisch in einer Schleife. Man sagt immer auf 4. 4 gibt es nicht, das ist das Bild. Viele technische Details stürmen auf einen ein. Damit muss man erstmal alles. Ich finde das so bewundernswert. Also wir haben ja im letzten Take zum Beispiel bei dir vorhin gesehen, nochmal 3 Takes zusammengenommen, bis deine Rolle aus dem Auto springt oder die Tür aufreißt. Und du musst ja dieses ganze Pamphlet an Text Wort für Wort sprechen. Da ist ja nicht so ein bisschen Varianz drin. Du musst lesen, was da steht. Wir hatten das ja einmal, dass du, glaube ich, schön anstatt toll gesagt hast. Ich glaube, Lydia. Du hast schön anstatt toll. Okay. Das muss ja Wort für Wort stimmen und dann musst du gleichzeitig das Lippensynchron sein. Ich weiß gar nicht, wie du dir das merken. Hoch, runter. Hoch, runter geht eigentlich gar nicht. Man muss es im Kopf haben, damit man spielen kann überhaupt. Echt? Das kriegst du so. Okay, natürlich ist es eine Übung, aber es ist schon. Ja, es ist eine Übung. Aber du musst es im Kopf haben, weil sonst kannst du mit der Figur ja oben nicht interagieren. Ja, ich verstehe schon, aber trotzdem schwer. Ja. Ich meine, auch keine Behauptung, das ist leicht. Ich wollte unterstreichen, was du mit Einstürmen meinst an dieser Stelle. Ja, viel technische Sachen. Also, und dann muss man auch noch den Ausdruck bringen. Aber ich kann nur sagen, jedem, wer möchte, wer glaubt, er möchte, soll es versuchen. Er soll sich nur nicht einbilden, dass es so leicht ist. Gibt's denn Sachen, aber auch vielleicht nicht einschüchtern lassen. Nein, um Gottes Willen. Es ist um Gottes schwer. Willen. Und wenn es bei jemandem, der es schon lange macht, läuft, dann liegt es daran, dass er es oft gemacht Routine. Hat. Routine. Die Übung macht den Meister. Klar. Ich habe auch oft schon mit Leuten gearbeitet, die jetzt wirklich, ich sag mal, von der Straße sind oder noch gar keine Synchronausbildung haben. Und das funktioniert auch oft sehr gut. Also ganz überraschend toll. Ist denn in Lady Bird da jemand drin, der relativ frisch dabei ist? Ich meine zum Beispiel, Lucas Hedges ist jetzt noch so ein Upcoming-Star oder so. Hat der eine neue Stimme? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, jetzt also in das hier jetzt nicht. Also es ist eine kleinere Rolle, wo ich jemand genommen habe, die noch nicht jetzt viel synchron gemacht hat, aber jemand vollkommen Neues jetzt noch nicht. Aber du suchst bewusst auch danach? Ja, also sehr gerne. Ja, finde ich sehr toll und ich bin oft überrascht. Also von der Technik, finde ich, muss man sich gar nicht einschüchtern lassen. Das ist dann, klar, es ist ein Handwerk und es ist ein, aber wenn das Spiel stimmt, ja, also oft sind es ja auch Leute vom Theater oder so, die ich habe, die noch nie synchron gemacht haben, aber die Schauspieler sind und das ist ganz fantastisch. Also das funktioniert gut. Also von der Technik, da muss man gar nicht so eine. Nein, ich meinte jetzt auch um Gottes Willen, ich wollte keinen einschüchtern. Ich meinte jetzt einfach nur, Schauspieler ist noch was anderes. Ich wollte nur dagegen sagen, dass viele glauben, ach, synchron ist ja ganz einfach. Und die Leute von der Straße praktisch glauben, ach, ich mache jetzt mal ein Synchronseminar. Ah, ja. Und dann bin ich Synchronsprecher und kann das. Das meine ich, darauf wollte ich hin. Ich glaube, das wird auch klar, weil ich habe diese Frage jetzt in allen 3 Folgen gestellt. Und da gibt es immer wieder unterschiedliche Aussagen. Udo Schenk zum Beispiel meinte, du musst die klassische Ausbildung, weil das Handwerk und konnte. Und hat auch ein Stück weit wahrscheinlich recht, um das dann so zu beherrschen. Aber das läuft halt 2018 vielleicht auch anders. Und ich glaube, dass ich die Frage jedes Mal stelle, soll widerspiegeln, dass es einfach viele Wege gibt. Und solange man versucht, wahrscheinlich sich zu engagieren, wird einem irgendwann jemand vielleicht mal eine Tür öffnen. Ich glaube, Leute bewundern da eine gewisse Beharrlichkeit. Also einfach rausgehen und machen. Wenn ihr an eurem Beruf was ändern könntet, eine Sache, was wären das? Ich würde gern wieder öfter mit jemandem zusammenarbeiten. Ja, das gefällt auch mir. Vereinsamt ihr in der Kabine da so ein bisschen, oder?
Meistens ja. hat man trotzdem ein tolles Team um sich rum, aber es ist einfach so angenehm fürs Spiel. Ja, es ist so einfach schöner und es ist ja. nicht dieses, du hast nicht diesen Druck praktisch, die Takes, du hast auch mal, du kannst einem anderen ja. zuhören vom, ja, vom Spiel, es macht einfach viel mehr Spaß und das wäre mein Wunsch. Ich bin sicher, Verantwortliche werden das hier sehen. Vielleicht räumt man denen dann einen gewissen Raum ein. Was schön wär's. Ja? Schön das wär's. War dein Wunsch. Was ist deiner? Das ist der gleiche Vielleicht wirklich? Ein bisschen weniger Autofahren. Das gehört irgendwie, das ist auch noch Teil des Berufs, dass du halb Kraftfahrer bist, wie es gerade ein Kollege gesagt hat. Oh, das habe ich noch nie gehört. Ja, also kommt drauf an, aber man pendelt schon zwischen verschiedenen Studios viel her. Und da gehört halt du meinst dazu, jetzt innerhalb Berlins oder deutschlandweit? Ja, ja. Nee, innerhalb Berlins, aber da kannst du schon auch ja. weit fahren. Erinnere ich mich nicht richtig, als ich noch gesprochen habe, dass man Anfahrt bezahlt kriegt? Naja, ist das nicht so ein Posten? Anfahrt. Da kriegt man nicht Takes und so Anfahrtszahlung? Ich dachte, so war das früher mal. Grundgage. Okay, Entschuldigung. Anfahrtsgage, aber darum geht es eigentlich okay, nicht. Okay, gut, ich hatte es mal interessiert. Okay, was sind denn die Hochbogen eigentlich in Deutschland außer Berlin, was das Synchron angeht? München. München und Berlin. Hamburg noch ein bisschen, aber das sind so die drei. Gibt es bei dir einen Wunsch, Antonia, was du an deinem Beruf ändern würdest? Ja, tatsächlich mehr Nachwuchs, also auch in den Bereichen Buch und Regie. Also, dass man da, dass Leute auch die Chance haben, da reinzukommen und auch erstmal Fehler machen können und nicht gleich, ach nee, der gleich weggebügelt werden. Woran liegt denn das, dass es das nicht gibt? Weil das irgendwie, es klingt so, als wäre es keine anerkannte Richtung, obwohl es ja hier erfunden wurde in Deutschland. Also warum gibt es keinen Ausbildungsberuf Synchronregisseur? Hast du eine Ahnung? Ich weiß nicht, vielleicht ist es doch nicht so anerkannt. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Es ist, ich frage mich das ehrlich gesagt auch, warum es, aber wer soll es bezahlen, wer will es bezahlen, ne? Solange es noch irgendwie so geht, denkt okay. halt keiner wahrscheinlich, ja, wir sorgen dafür, dass Leute ausgebildet werden, indem wir jemanden dafür bezahlen, der das dann auch macht. Mhm. Und das sind alles Zeit- und Geldgründe natürlich, wie überall natürlich, aber... Was mich Zuschauer relativ viel gefragt haben oder beziehungsweise in den Kommentaren nachgefragt haben, wenn ihr jetzt in so einer Produktion drin steckt von einem Film und ihr wisst, ihr müsst morgen wieder ran, weil das Ding will ja synchronisiert werden und auf einmal wacht ihr auf, die Stimme ist weg, ihr seid krank, da geht einfach nichts. Ja. Was ist denn dann? Dann ist richtig doof. Meine Freunde lachen immer ein bisschen, dass wenn irgendjemand sagt, ja, ich bin so ein bisschen erkältet, ich immer so gleich in die andere Ecke des Raumes gehe. Also man wird da schon ein bisschen empfindlich. Steht die Produktion. Ja. Hängen alle anderen, können weil dann auch kannst nicht du nichts arbeiten. Machen. Kannst nichts machen und musst warten, bis man wieder gesund ist. Schon passiert? Ja. Klar. Fühlt man sich dann sehr schuldig oder? Man kann man ja nicht wirklich viel. Man kann die schon, trotzdem. Aber weil einfach, du weißt, es hängen so viele Leute dran. Es geht nicht dran. Ohne euch, ne? Manche Posten nicht, sind ja ersetzbar, aber es geht nicht. Das ist dann immer so, gehe ich jetzt ins Studio und rette die Produktion und mache alle anderen krank, was auch nicht schön ist. Bleibe ich zu Hause und halte alles auf. Aber du könntest heimlich hingehen, die anderen krank machen und dann kommen die anderen nicht, aber du warst da. Wäre eine Idee. Guter Plan. Das Verrückte ist, man hört es ja leider. Ja. Wenn du also jetzt, sagen wir mal, schon 3 Tage gesprochen hast und dann plötzlich krank wirst und die Nase ist zu, man hört es. Und das heißt, und selbst nach der Erkältung, wenn Leute schon wieder arbeiten gehen, normalerweise hörst du das immer noch 3 Tage länger. Ihr habt bestimmt so eine richtig üble Trickkiste an Tipps unter Kollegen, oder? Wie man für 2 Stunden das hinkriegt. Nee. Okay, ich hätte gedacht, das klingt so. Gibt's vielleicht. Nee. Aber ich versuche auch immer noch welche. Ich versuche immer noch gesund zu bleiben. Ja, toi, toi, toi. Zuschauer haben auch gefragt, ist euch das schon mal passiert, dass ihr eine Stimme übernommen habt von jemandem oder abgegeben habt, die ihr für gewöhnlich gesprochen habt oder das mitbekommen habt? Und wenn ja, ist das ein sehr heikles Thema? Wenn gibt es ja Sprecher versterben oder andere übernehmen nun mal die Rolle. Ist das ein schwieriges Thema? Also sagen, gucken dann die einen neidisch und die anderen freuen. Oder ihr versteht hoffentlich, worauf das ungefähr hinaus will. Ja, es passiert immer wieder. Es gehört irgendwie dazu und man ärgert sich auch immer wieder. Oder man freut sich halt und fühlt sich auch gleichzeitig schlecht, dass man irgendjemandem jetzt die Rolle weggenommen hat. Aber meistens ist es ja nicht so, dass ich mich dann bewerbe auf die Rolle und sage, ich hätte die gerne. Ich weiß, du sprichst die, aber so läuft es ja nicht. Also das entscheiden andere und man sitzt da meistens am kürzeren Hebel und erlebt beide Seiten. Ich habe jedenfalls beide schon erlebt. Und ich auch. Und hat sie toll ausgedrückt, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. So. Habt ihr eine Lieblingsszene in Lady Bird? Oh, so viele. Die Frage ist mir gerade eingefallen. Du ganz viele, ja. Jede Szene ist da so eine Lieblingsszene. Nein. Das ist wirklich Hast schwierig. Hast du eine Lieblingsszene? Ja, ich überlege. Eine. Ich dachte, wir sollen nicht spoilern.
Ich hatte nur einen Lieblingsmoment, dass ich, als ich da saß, weil wir ja dann oft, wenn das Bild steht, so ein Stand, also so ein Standbild haben, wo man dann so drauf guckt, und da sieht man dann bei diesem Film, obwohl ich den x-mal gesehen habe, so viele Details. Und neulich habe ich entdeckt, dass in Lady Birds Zimmer an dem der Lichtschalter so eine Eule ist. Und da dachte ich, wow, also die haben wirklich so liebevoll auf jedes Detail geachtet. Und ich finde, das sagt so ganz viel über den Film aus, also wie der gearbeitet ist. Ja. Und wirklich voller Leidenschaft. Und das, das fand ich total cool, dass ich dachte, ah, was ist denn da? Oder einmal habe ich auch gesehen an dem... Wie oft hast du den Film denn ungefähr gesehen? Weil du sagst x-mal. Immer so schätzungsweise. Ich weiß es nicht. Also ich habe ihn zweimal so geguckt, ohne irgendwas. Und dann natürlich zerstückelt. Und dann, also szenenweise und dann immer in kleineren Teilchen. Und dann, wenn ich das schreibe, dann spreche ich das ja so mit. Und dann, also hat, ich weiß nicht wie oft, aber x-mal dann bei den Aufnahmen natürlich. Und trotzdem fallen mir immer wieder neue Sachen auf. Und das ist ja bei anderen Filmen nicht unbedingt so. Da denkt man, oh Gott, schon wieder die Szene, oh je. Kriegst du da manchmal noch eine nicht fertige Schnittfassung, die du schon synchronisieren sollst? Ja, das kommt schon öfter vor. Weil ja, das, wenn die Filme in Deutschland rauskommen, das ist, rückt immer mehr an das, das US-Datum. Und von daher arbeiten wir ganz oft mit... Wir sind oft ja sogar ein, zwei Tage vorher, weil wir einen Donnerstag- und die Freitagsstarttermin haben. Mhm. Wir hatten auch irgendeine Szene, wo ein Greenscreen noch zu sehen war im Auto. Ja, aber sonst ist es schon das, da haben wir jetzt schon ein Final, aber sonst hat man eigentlich öfter, also das, dass man dann... Habt ihr denn einen Lieblingsmoment oder Lieblingssatz, Lieblingsaussage? Also meine Aussage ist die von Lucas Hedges, glaube ich, wo er sagt, dass er in der katholischen Familie ist, es ist schwer, ein Mädchen zu finden, das nicht seine Cousine ist. Ich glaube, so ungefähr müsste das da drin vorkommen, oder? Ja, ja, genau. Lady Bird. Es gibt so viele Szenen, wo man immer wieder schmunzeln muss. Und ich habe ja auch den Film vorher sehen dürfen. Und auch im Studio, wenn dann die Szene wiederkam, musste ich wieder herzlich lachen. Das war bei mehreren Szenen so. Kannst du da theoretisch eigentlich Nein sagen, wenn das deine Stimme ist? Also sprichst du dies? Also wenn es jetzt heißt zum Beispiel Sirsha, ich habe beides so oft gehört. Okay. Und jetzt macht sie wieder eine Rolle. Ist es dann gang und gäbe, dass man dann weiß, okay, das wirst du sie jetzt sprechen? Eben sagst du dann? Nee. Mhm. Mal sehen, was passiert. Okay. Sie wurde auch schon vorher von anderen gesprochen, okay. Aber auch so mehrere andere. Ist das ungewöhnlich, dass eine... Ich bin also mein bekannter. Eindruck ist, dass es nicht ungewöhnlich ist. Ich habe das schon oft erlebt, auch mit bekannten Schauspielerinnen, die dann von verschiedenen Leuten auch regelmäßig gesprochen wurden. Die hatten dann sowas wie drei Feststimmen. Ja. Aus Menschen, hat so viele Berlin, Stimmen. Ne? Berlin, München auch, ja, ja, wo er gemacht wird. Auch. Ja, ja. Hat auch damit zu tun, in welcher Stadt der dann gemacht wird. Ja. Okay. Lieblingsmoment oder Satz. Du kannst doch sagen, wenn es keinen gibt. Du kannst doch sagen, wenn es keinen gibt. Ich musste vorhin auch so lachen bei einer der, schon diese Anfangsszene, wo sie einfach aus dem Auto springt. Hätte ich beim Trailer nie gedacht, dass das die Anfangsszene des Films tatsächlich ist. Ja. Als ich den Film gesehen habe, dachte ich, oh, das ist mal ein Einstieg. Es fühlt sich im Trailer ja an wie einer irgendwo ein Höhepunkt mittendrin. Okay, jetzt eskaliert das Ganze, aber dass das der Anfang ist. Wobei ich auch letztens haben wir auch diese Szene gemacht, wo sie das Prom-Kleid aussucht. Das ist meine Lieblingsszene. So toll. Dann sag du das. Weiß ich nicht. Nein, aber das ist so einfach. Ist das nicht so pink? Ja. Ist das einfach so? Ja, da mitten im Streit so, ne? Ja. Dann, ach, guck mal, das, oh, Wahnsinn, das ist ja toll. Ja, also das so diese, innerhalb so eines Satzes kippt es und das ist so großartig, ja. Das, die ist so wild und das ist alles so unberechenbar und man weiß nie, was als nächstes kommt. Das aber echt so turbulent, wie das Leben, glaube ich, zu jener Zeit einfach ist, ne? Ich hätte eine einfache, also klingt einfache, abschließende Frage, aber die ist gar nicht so einfach. Mhm. Liebt ihr oder mögt ihr euren Beruf und wenn ja, warum? Du guckst mich so an, soll ich zuerst antworten? Ja, sehr gerne. Ja, ich liebe meinen Beruf sehr. Ich finde das großartig, ich finde das toll, mit Sprache so sorgfältig zu arbeiten und diesen Wechsel zu haben zwischen Schreiben und dann im Studio mit so vielen Menschen zusammenzukommen und ich finde das toll und ich liebe es selbst, wenn das jetzt nicht so ein toller Film ist wie der, wenn ich auch mal eine Gurke da auf dem Tisch habe. Trotzdem, die Arbeit an sich macht mir Spaß und das ist, finde ich, ein totales Privileg. Und ich denke jedes Mal, wow, was für ein Glück, ja. Also das ist toll. Das ist schön, wenn man das sagen kann.
Ich auch. Es ist ein ganz toller Job und die Menschen sind nett, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten. Es ist meistens eine gute Stimmung. Sind wirklich immer alle nett? Also ja, alle, denen ich begegne, auch untereinander. Kannst du mal gar nicht fassen. Ja. Als Ur-Berliner, weil die Stadt ist normalerweise ja nicht immer so nett zu allen und untereinander. Aber gut. Und was ich auch gut finde, ist, dass man vielleicht im Vergleich zu Schauspielern, die vor der Kamera stehen oder auf der Bühne, man kann an einem Tag in so viele verschiedene Rollen schlüpfen. Und es ist so abwechslungsreich und das ist einfach große Klasse. Ja, sie hat mir die Worte aus dem Mund genommen schon wieder. Nein, ja, ich liebe es ohne Ende. Ich mache es von Herzen gerne. Ich habe ja nun Schauspiel von allen Seiten auch gemacht. Und es ist die Emotion, die man durchleben kann und ausleben kann, die man vielleicht sonst immer verstecken müsste. Aber du kannst sie in Rollen ausleben und legst sie dann auch wieder ad acta. Hast es aber mal ganz kurz, das hast du gemacht und gehst glücklich nach Hause. Stimmt. Und hast schon wieder eine Emotion, die du nicht unbedingt im Privatleben ausleben musst. Nicht, dass man nachher völlig emotionsleer Nein. zu Hause da sitzt, aufs Rätselbuch starrt, abgebrochenem Bleistift. Oder nur dumm in die Kiste glotzt. Ja, nee, aber es ist, ich liebe es auch ohne Ende und freue mich jeden Tag. Ich bin irrsinnig dankbar dafür, dass ich das machen kann, immer noch machen kann und ja, es mir aussuchen kann. Das ist so schön zu hören und man sieht euch das auch an. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier für die dritte Folge. Wir sind schon am Ende. Ich glaube, das war schön für die Leute auch zu hören. Das ist so eine andere Art Hoffnung einfach, glaube ich, für die Menschen, die sagen, hey, jetzt, das, wenn ich synchron machen will, ich gehe einfach dahin. Und das wird Leuten eine Chance gegeben und so. Ich glaube, das ist eine schöne Botschaft. Vielen Dank. Lady Bird ist so ein toller Film. Ich fand es so eindrucksvoll, das vorhin zu hören. Danke. Ihr macht das wirklich toll. So, genug des Lobes. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, bis bald in einer weiteren Folge. Folge 12, 14, 17, 9. Wir sehen uns bestimmt wieder. Jo. Dankeschön. Okay. Hast mich, Mom? Wenn du müde bist, setz dich. Ich bin nicht müde. Du schluchst aber. Du gehst deinem so auf die Nerven. Schrei bitte nicht. Ich schreie nicht. Oh, ja. Das ist perfekt. Gefällt's dir? Ihr habt beide so starke Persönlichkeiten. Wann ist das normale Alter für Sex? Du hast Sex? Ich bin bereit. Ich wollte nur, dass es besonders ist. Warum? Du wirst noch so oft einen besonderen Sex im Leben haben. Wir haben Angst davor, unserer Vergangenheit niemals zu entkommen. Was wir dir auch geben, es ist nie genug. Es ist niemals genug. Es ist genug. Wir haben Angst vor dem, was die Zukunft bringt. Wir haben Angst, dass niemand uns liebt. Du musst bei allem, was du tust, im Mittelpunkt stehen. Dass niemand uns mag. Ja, und weißt du was? Die Titten von deiner Mom sind total plastisch. Das war eine falsche Entscheidung mit 19. Zwei falsche Entscheidungen. Und dass wir scheitern könnten. Ich wünsche mir für dich, dass du die allerbeste Version von dir selbst werden kannst. Und was, wenn das die beste Version ist? Das war die dritte Folge von Hinter dem Mikrofon mit drei tollen Gästen und einem unglaublich tollen Film namens Lady Bird. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Wie immer sammeln wir gern all eure Fragen in den Kommentaren für eine vierte Folge. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören der deutschen Synchronisation beim Film.